Willkommen zurück zu Wind Waker Happy Fun Time! Ja, Hilfe. Ich bin Azur und mein Bruder Alana richtig gerade auf die Kamera aus. Ich spiele Erdbeben, was du so willst. Okay, mein Bruder spielt Erdbeben und es geht weiter. Ja genau, wir wollten diese Schatztruhe holen. Diesmal werde ich nicht vergessen, den Wind zu ändern. Osten. Ja, richtig nach Osten. Sehr schön. Oder nach Osten. Mein Bruder hat sich währenddessen auch ein neues Spiel geholt. Oder ein neues, altes Spiel, eher gesagt. Sagst du auch, welches das ist, Bruder? Das können wir sicher nur so erkennen. Richtige Fans wüssten es. Das ist nur ein toller Rahmen. Hä? Das ist nur ein toller Rahmen. Der ist optional. Okay. Geht das ganzen Bildschirm gestreckt? Mhm. Witzig ist, mit diesem Rahmen hast du sogar einen Tiefeneffekt drin. Der Bildschirm liegt ein bisschen weiter drin. So, spätestens jetzt muss es ja wohl erkannt werden können. Auf jeden Fall. Besonders jetzt. Ansonsten habt ihr aber recht verwirkt, dieses Video hier zu schauen. Auf jeden Fall. Wenn ihr dieses Video schaut und nicht wisst, was das da ist, habt ihr echt was falsch gemacht. Wahrscheinlich solltet ihr dann lieber gar nicht dieses Video schauen. Genau. Das wäre voller Spoiler für dieses Spiel. Wurde wiederum Zeit leisten und so. Ja. Okay, wir bewegen uns jetzt weiter zur nächsten Insel. Ja, so ein bisschen kommentieren sollte ich vielleicht doch noch. Aber nur ein bisschen. Ja, so schöne Musik. Mann, ich höre die ganze Zeit nur auf die Musik bei dir. Ich kann gar nicht mehr kommentieren. Ich weiß, Tihi, ne? Wenn ihr nicht wisst, woher das kommt, habt ihr wieder was verpasst. Harry Potter. Oh. For Christ's sake. Was muss da hin? Oh hey, Schatz! Habe ich schon wirklich so viele Schatzkarten gesammelt, dass ich jetzt überall Schätze finde? Erstmal natürlich wieder versuchen, ohne die Karte zu benutzen. Hat wieder nicht geklappt. Das Witzige ist übrigens, erstmal die Karte suchen. Na, da. Bei uns im Testbericht, ne? Hm? Da hat unser Tester erst geschrieben, es gäbe keine Speicherfunktion normal im Spiel. Ist das nicht? Weil die Speicherfunktion wäre deaktiviert oder irgendwas in der Richtung. Warum? Weil so, zum Glück gibt es aber hier diese neue Virtual Console Speicherfunktion. Wird so geschrieben, Moment, geht das wirklich nicht mehr? Kannst du sagen, das ist doch mit Select oder Start? Das ist der Trick dabei. Das ist die Reset-Funktion, die hier als Speicherfunktion dient. Ja, deswegen, meine ich doch. Und wie wir es damals schön genannt haben, alle vier Tasten. Weil damals galt es halt noch. Mhm. Weißt du noch damals, als so ein Gameboy mickrige vier Tasten hatte? Tja. A, B, Start, Select und ein Steuerkreuz. Mehr haben wir damals nicht gebraucht. Ich war schon auf dieser Insel. Ja, dann war ich wohl schon auf dieser Insel. Ich habe doch eigentlich glatt gehofft, ich war hier noch nicht. Weil nächstes Upgrade und so. Aber erstmal dieses Skin, Austin! Hui. Na, rote Leute, bist müde, ne? Anstrengende Reise. Du musst auch hier nur rumrennen, dann willst du dir erzählen noch was. Was, wie du speicherst? Mhm. Moment, die haben die damals gesagt, wie du speicherst? Ja,
I didn't know that. Ich habe hier gerade ein Tutorial drin. Okay. Ich glaube, ich sollte mal die Schatzkarten öffnen, die ich noch gefunden habe. 32. 24 Schatzkarten habe ich bereits. Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du alle vier Knöpfe auf einmal drücken. Ja, alle vier Knöpfe. Frag mich aber nicht, was das bedeutet. Ich bin nur ein Kind. Es scheint, dass du nach dem Abspeichern wieder an der Tür beginnst, durch die du zuletzt gegangen bist. Ja. Ich verstehe das aber auch nicht. Ich bin auch noch viel zu klein. Ich habe gehört, dass du Select drücken kannst, um auf die Karte der Insel zu sehen. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Wenn alle Herzen fast leer sind, solltest du dich schnell in ein Haus oder eine Höhle begeben. Warum? Ich hab keine Ahnung. Ich bin noch ein Kind. Dumme Ausrede. Finde ich auch. Ich ist das Kind jetzt in der? Ist das da hinten Terry? Ist das da hinten Terry? Ja, das ist Terry. Oder... Nee, das ist gar nicht Terry. Aber das sind Möwen. Ist das eine Möwe? Hier ist eine Möwe. Jo, Möwe. So. Oh, ist das da hinten jetzt, Terry? Scheiße. Ja, das da hinten ist Terry. Zu dir wollte ich. Ich will zu Terry. Warum? Weil es ein spezieller Terry ist. Weil es Terry will. Nicht lustig! Nicht lustig ist aber lustig. So, Terry. Anhalten! So, oh, willst du mich überfahren oder was? Yep. So, Terry. Was hast du diesmal für mich im Angebot? Ja, deine Maske auf. Und er hat eine Flasche für 500 Rubine gekauft. Und ein Herzteil für 950 Rubine gekauft. Schläfchen. Nimmt das überhaupt auf? Hä? Nimmt das überhaupt auf? Ja. Upsa. Ich geh mal den Laden ausholen. So, und die Schatzkarte auch für 900 Rubine. Ne, Dennis? Ja, ich weiß. Die. Bringt er dich nicht um? Ja, auch. Deswegen lasse ich es lieber. So, damit habe ich alles bei ihm gekauft. Dieser Terry ist ein spezieller Terry. Denn wenn man zum ersten Mal bei ihm ist, kann es passieren, dass er nach einer Weile nicht mehr auftaucht. Soll heißen, wenn man einmal bei ihm war, sollte man möglichst schon alles kaufen, was ich gerade getan habe. What? Ja, der Terry, der die Flasche verkauft, das Herzteil und eine Schatzkarte. Den kann man sich verbauen. Wieso? Wenn man einmal da war, vorbeigeschaut hat oder so. Und dann sehr lange, wirklich sehr, sehr lange, nicht alles kauft, kann man es nicht mehr bekommen. Gibt's dafür einen Grund? Nein. Also, außer Nintendo hat einfach keine Lust und will Leute ärgern? Also nicht, wie ich gehört habe, dass es einen Grund gäbe, aber... Ist mir jetzt egal, ich habe alles gekauft. Ich habe mich zwar 2300 irgendwas Rubine gekostet, aber was soll's. Dafür begeben wir uns jetzt zur nächsten Insel. Ach ja, ich soll die Schatzkarte öffnen. Schatzkarte 4 war das oder so. 1 fehlt mir, 3 fehlt mir. 7 fehlt mir, 19, 11 fehlen mir, 13 fehlt mir, 16, 17, 18, 19 fehlen mir, 21 fehlt mir, eine Menge zwischen 23 und 28, ich habe jetzt keinen Bock, alle aufzuzählen. Die habe ich, 38 fehlt mir und ich glaube, es geht bis 41. Warte mal kurz, so ein Grid ist das. 7 mal 7, 49. Also muss es 49 Karten, ja, okay. Nein, du wolltest da hinten! Da! 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 Da!
Da! Da! Versteht ihr? Da! Oh! Ich bin nicht verrückt. Hier in... Welches Riff ist das? Vier Augenkopf. Kaum bin ich hier, wird es düster, dunkel und unheimlich. Denn Link der Zerstörer ist da. So, selbes wie für die andere Insel gilt auch hier. Wir bomben alles weg und bekommen dafür eine Schatzkarte am Ende. Aber leider dauert das eine ganze Weile, bis man das alles hat. Schön, dass ich schon so viele Bomben habe. Oh mein Gott, die Eule gibt es auch da? Ja. Labert. Also hat sich daran nichts geändert. Bis Ocarina of Time. Ich würde gerade sagen, das Spiel kam vorher. Sehr geil, bis Ocarina of Time hat sich nichts geändert. Hä, muss ich das Schiff auch kaputt machen? Ich war eigentlich der Meinung, nein, aber anscheinend schon. Now we're talking, bitches. Got your sword? Yeah. So, wir sind unten. Geht doch. Ach, der Meinung, dass es ja langsam erscheinen sollte. Lebst du nicht nach Jeans Lebensweise? Hm? Sein Lebensmotto. Faust vorhanden, bin bereit zu reisen. Ach so. Herr Fist will travel. Bereit, Link Lane, Jean. Ja, er braucht so ein mickriges Schwert, ne? Und ist nicht mit Jeans Awesomeness gesegnet. Ja, aber das ist eine Nebensache. Ich meine, komm, es ist nur die Hand Gottes. Das kann ich schon viel ausmachen. Bitte. Oh. Stimmt ja, Asura haben sie auch nicht viel gebracht. Siehst du? Siehst du? Die vielen Hände, die er da aufbeschwören kann, wenn er wütend wird. Müssen das nicht eigentlich nur 6 sein? Hm? Müssen das nicht eigentlich nur 6 sein? Ja, aber trotzdem. Ich muss doch aber von hier aus hinkommen, oder muss ich da hin? Fliege ich mal da hin. Weißt du, was das Schlimme ist? Jetzt müssen wir wahrscheinlich eine Ewigkeit und 3 Tage noch warten, dass Oracle of Ages und Oracle of Seasons in eShop verfügbar werden. Auf jeden Fall. Das wäre übrigens nicht so tragisch, wenn da die Link-Funktion verloren ginge. Pun intended. Ja. Die Dinger haben ja Passwörter. Ich weiß, die separat anwenden kannst, um dann neue Inhalte freizuschalten. Yep. I watched the Let's Play, I know stuff. Whatever! Für diese Episode ist das dann wieder zu weit. Wir sind am Ende der Woodburger Happy Fun Time! Ich bin das dann. Bis dann. Du bist nicht Jatz.